Also so sieht man euch wenigstens ein bisschen besser, oder? Wer hat die Lieder gesungen? Jimmy. Ja, die Lieder haben Banana Fish bei uns gesungen. Bitte, ja? Ja, nix. Jetzt geht's, glaube ich, wieder, oder? Wer hat die Lieder gesungen? Jetzt geht's, ja. Achso. Ja, jetzt geht's, okay. Die Lieder haben gesungen, Banana Fishbones, die kommen, woher kommen die? Aus Bayern, aus, ne? München. Aus München. Und immer, wenn man Kinderstimmen gehört hat, waren das unter anderem wir. Alles wir. Ja, genau. Wir haben auch gesungen. Sarah hatte, glaube ich, auch einen Song, ne? Nein, nein. Mich will keiner singen hören. Ohne Scheiß. Sarah, sing doch mal. Auf gar keinen Fall. Ich habe mal für eine andere Serie was singen müssen und es wurde komplett rausgeschnitten. Ohne Scheiß. Echt? Singen, singen geht gar nicht. Also, du hattest doch einen ganzen Rap, den du singen musstest, oder? Ja, das war, glaube ich, für den ersten Teil. Da ging's los, glaube ich. Bitte? Hieß der? Nee, eiskalt. Eiskalt. Verlieren ist für mich kein Begriff aus dem Weg, wenn du anderen beiden bist. Ich habe keine Zeit. Eine Mission. Ich muss den Teufel zu fretten. Irgendwie schaffe ich das schon. Ja. Doch die Straßen sind leer. Ich dachte, es wird nicht so schwer. Jemand zu finden ist wie wir. Ich komme nicht her. Von meiner Welt. Ist ja auch auf Spotify. Mein Freund und er geht. Meine Welt, in der sich alles mit Fußball dreht. Komm mal, Leon, komm mal. Dann kommt ihr, genau. Lasst uns Fußball. Wir haben mehrere Sachen gemacht. Wir haben alle Kids. Ja. So. Eiskalt. Hier hat jemand eine Frage gestellt. Ich glaube, das war auch wegen dem Teamfilm. Wie habt ihr die Regenszenen gedreht? Teilweise unfreiwillig und teilweise geplant. Ja, wie wird es denn gemacht bei Filmen? Also, wenn man, wenn es im Drehbuch steht, dass es regnet, dann baut man riesige Stangen auf, wo Wasser rausspritzt. Also Rohre, ja. Rohre. Und der einzige Nachteil beim Drehen ist mit Fake-Regen, dass es so viel Regen ist, man wird einfach klatschnass. Also bis auf die Haut. Und es ist kalt halt auch, ne? Ja, also im Sommer geht's, Sommer ist schon geil, vor allem wenn es halt heiß ist, ne? Aber wir hatten halt immer das Problem, dass wir nachts gedreht haben, wenn es regnet. Und du hast immer nur eine Chance. Oh je, sowas. Ja. Wegen Maker. Oft ist es auch so, wenn es nicht regnen soll, dann regnet es manchmal und dann muss man halt auch immer abwarten. Das ist auch mal nervig, ne? Wenn man dann eigentlich Sonne haben möchte und man denkt, es ist ein Sonntag und dann ist auf einmal ein Regentag und du drehst, musst drehen. Ja, oder Sonntag. Aber ja, das kam natürlich auch ein paar Mal, dass es da geregnet hat. Wir hatten ja in Prag ganz krass beim ersten Teil, da gab es die Jahrhundertflut und da wurde unter anderem halt, sind einige Sets halt unter Wasser gegangen, auch diese Wiese am Wasser, am Fluss. Da sollten wir zuerst woanders drehen, aber es war alles unter Wasser, so wie Prag komplett unter Wasser war. Ja. Das war dann auch jetzt nicht. Aber in Passau ja auch. Passau war ja auch immer dran. Die Donau, ne? Oder was da? Ja. Richtig, Jimmy. Die Donau ist da auch übergeschwappt. Wisst ihr noch, in Passau, wo die dann irgendwann die ganzen Säcke da verteilt haben und so weiter, dass da also so Dämme aufgebaut haben mit Sandsäcken? Ja. Ist auch krass. Nö. Nee. Unnötige Info rausgelöscht. Keine Ahnung. Wilson, ist das deine Naturhaarfarbe? Oder was ist deine Naturhaarfarbe? Ja, deine Natur ist ja eigentlich orange, wie von Willy Kerle, das wissen viele nicht. Ja, aber ich muss sie halt einmal im Jahr wieder zu Aschblond färben. Aschblond? Aschblond. So, was haben wir denn noch? Hier ist die Frage, gibt es den Teufelstopf noch? Ich glaube nicht, aber das Baumhaus gibt es auf jeden Fall, glaube ich, noch. Den also, Teufelstopf gibt's noch, aber da wurde komplett randaliert. Da gibt's auch Videos von. Ich glaube auf TikTok. Mhm. Echt? Wurde auf TikTok? Mhm. Wer randaliert denn und stellt das auf TikTok? Wir haben da Tanzvideos gemacht und sind die, haben die Bretter gemacht. Tja. Und genau, ja, und also Teufelstopf. Aber, ja. aber wo? Wenn frag mich da sowas. Bayern, oder? Da in Passau halt irgendwo in Simbach war das, glaube ich. Aber ich weiß nicht. Simbach. Völkling. Das ist, Oder war das Saarland? Saarland, ja. Völklingen. Püttlingen. Nee, Völklingen, genau. In diesem Weltkulturerbe. Ja, stimmt. Ja. Und was war dann? Ja, okay. Da wurde übrigens der fünfte Teil gedreht, weil ich gerade die Frage gelesen habe, wo der fünfte Teil gedreht wurde. In Saarbrücken. In Völklingen.
Unter anderem. Sarah ist leicht überfordert, schreibt einer. Aber. Zwei Wochen im Bavaria Filmstudio. Sarah ist leicht einer so. Sarah ist leicht überfordert mit diesen ganzen Informationen so ungefähr. Nö. Geht noch. Jemand, vor ein paar Wochen ist jemand auf dem Kaserngelände rumgelaufen, wo wir gedreht haben. Und der hat dann gepostet, hey, gehört es zu euch? Und dann war das das Baumhaus aus dem sechsten Teil. Ja, genau, ja. Ah, krass. Auf dem sechsten Teil. Das steht noch, ne? Ja. Ja, oder? In Pocking ist das Baumhaus. In Pocking, okay. An der Modellflugzeugrennbahn. Rennbahn. War das Motorradfahren schwierig? Nö. War voll geil. Ja, wir hatten ja auch jemanden, der uns das auch extra gezeigt hat, ne? Da war dann immer einer, der war zuständig sozusagen für die Motorräder. Das war ein Kumpel von mir, den habe ich an Land gezogen. Echt? Ja. Der für KTM auch gefahren ist oder so. Ja, ja, der ist damals auch Nokia Ernst Style gab es. Wie heißt denn der? Aber jetzt also ist 20 Jahre alt. Ich habe den ja seitdem auch nicht mehr gesehen. Der hat noch kurz bevor er uns angefangen hat zu trainieren, hat er noch irgendwie seinen kleinen Finger verloren. War das erste Mal wieder auf dem Motorrad hinten am Münchner am Flughafen, haben wir ja trainiert. Und dann, also ich seit meinem Unfall, seitdem ich meinen Finger verloren habe, war ich nicht mehr auf dem Motorrad. Und dann fährt er und macht einfach einen Backflip. Echt? Ja. Was haben wir denn immer für eine Rockband da nochmal gehört? Nicht Blockparty, sondern wir hatten doch immer so eine Rockband, die wir da immer gehört haben. Viele. Hießen die denn noch? Ich habe die ganzen CDs noch. Ihr wisst ja noch diesen CD-Ordner, den ich immer dabei hatte. Manchester Planer, NTC, come into me. Wie diese Band, Mann. Ja, Billy Talent. Billy Talent. Ja. Haben wir nicht so oft gehört. Doch, der eine, die KTM-Doubles und Fahrer haben das doch alle gehört. Ja. Weißt du noch, Kevin? Haben wir das mal reingezogen? Na, ist auch egal. Okay, was noch? Nimmst du eigentlich auf, Kevin? Nee, aber das wird, glaube ich, für 14 Tage auf dem Twitch-Kanal gespeichert. Und ich glaube, da kann ich das Wort dann runterladen. Also ich selber nehme es hier auf Streamlabs nicht auf, aber ich glaube, ich kann das dann runterladen. Also weiß ich nicht. Okay, das können wir. Ich nehme es aber auch auf. Die Sarah hat es jetzt auch aufgenommen, man kann es ja dann zusammenschneiden. Ja. Aber 200.000 Zuschauer, geil. Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Was mit DWK7? Hat bei Jimmy was mit DWK7 gesehen? Hast du was mit DWK7 zu tun? Nee. Also ich habe mal mit Joachim geredet und er hat gesagt, wenn ihr genügend trommelt und auf allen Social-Web-Sites und so weiter danach fragt, dann könnte es schon eine Chance geben. Aber aktuell weiß ich da auch nicht mehr. Ich habe das Gefühl, wir werden von allen Seiten auf allen Social-Media-Seiten gefragt. Es wird echt krass getrommelt. Eigentlich macht ihr das schon, das stimmt, ja. Ja. Ah. Also letzte Zeit ist wirklich echt krass. Also man wird ja, also die Frage ist aber auch, wären wir dabei in dem siebten Teil oder wären es halt die anderen? So. Also, ja. Kommen ja genügend Kinder. Also, ja. Ja, ich find's schon cool. Ich glaube, hier von uns wären schon einige dabei auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeit geben würde. Aber ich glaube, wenn es da um Fußball geht, dann können wir da nicht mehr irgendwie so lang spielen, dann läuft jedes Spiel nur noch so 10 Minuten, dann sind alle so, Rückenschmerzen, mein Fuß. Spiel mit Völkerball. Dann brauchen wir keine Fußball-Doubles, weil ich dann ein, zwei Tricks nicht kann, sondern einfach, weil wir zu alt werden. Ich glaube, wir machen einfach das, wie die alten Kerle versuchen, nochmal Fußball zu spielen, aber es geht komplett schief. Ja, so Comedy-mäßig. Oder auch nicht. Kann mal lieber essen. Die wollen nochmal den Team-Film sehen. Ich weiß nicht, ob wir das riskieren sollten, ehrlich gesagt. Können wir ja abstimmen, oder? Alle, ja, die nochmal den Teamfilm angucken wollen oder bei der Hälfte starten wollen, können ja alle mal einen Daumen nach oben schicken. Auf eure Frage. Ihr müsst damit rechnen, dass es immer mal haken wird. Ja. Habt ihr dann Daumen nach oben schicken, dann geht der.
Habt ihr nochmal Bock drauf, da reinzuschauen? Und dann einfach nochmal Daumen-Smiley nach oben. Dann würde ich davor den Chat ausmachen und dann ihn einfach mal durchlaufen lassen. Vielleicht macht das Sinn. Aber müsst ihr wissen, ob ihr das riskieren wollt. So läuft es ja gerade ganz gut eigentlich. Hier von den Mitteln kommt. Nee, wird hier geschrieben. Ich erkenne ihn gerade gar nicht, oder? Achso, okay. Ohne Kommis. Nein. Ich sehe auch keinen einzelnen Daumen. Zwei Daumen. Schreiben doch alle einfach. Daumen. Da kommen ein paar Daumen. Nein. Ist schon 50-50, ne? Ja, ein paar Daumen kommen. Dann kommen schon ein paar Daumen. Es läuft. Aber auch nach unten. Sollen wir vielleicht erstmal nochmal ein bisschen quatschen und vielleicht später nochmal probieren? So, weil jetzt läuft es gerade echt ein bisschen. Was hält ihr davon? Entscheidend du? Ich kriege hier mehr Fragen wie Daumen hoch. Also. Ja. Ich kann das ja nachher so ein bisschen so zusammenschneiden, dass ich auch ein bisschen was vom Teamfilm reinschneide. Ja. Stimmt. Sperr die Ohren auf, ich sag's zum letzten Mal. Vergiss die wilden Kerle, die sind Kinderkram. Wach auf aus deinem Traum, zieh die Windeln aus. Werde erwachsen, denn ansonsten bist du raus. Aus! Da aber, wo es funktioniert, also 5 Sekunden. Ja, oder so separat halt reinschneiden, ne? Ja, cool. Ja. Ja, ich einfach so, ja. Kommentare an völlig falsche Stellen. Dann hier wurde die Frage gestellt, welcher Teil wurde am liebsten gedreht? Hat da jemand irgendwie welche Präferenzen von euch? Also ich finde halt, der Teil mit den Silberlichten hat schon echt Bock gemacht mit den ganzen Motorrädern da auf der Steppe rumbrettern. Das war schon cool. Ja, Mittagspause. Das war auch der erste Teil, jeder wo wir dann Teil, mit... den wir zuerst gedreht haben, wir gar nicht wussten, was noch kommen wird. Und da in dem Moment immer der beste Teil war zu drehen. Ja, Kevin, sorry. Hört der Wilson mich eigentlich? Der Wilson hört dich, ja. Okay, ja, ich höre euch alle. Alles gut. Der vierte Teil war auch der erste Teil, wo wir dann mit wirklichen Motorrädern rumgefahren sind. In den ersten drei Teilen waren es ja nur Fahrräder, wo dann so ein Motorradsound hinterlegt wurde. Aber ab dem vierten Teil hatten wir dann so richtige KTMs. Ja, das wollte ich nur erzählen. Obwohl, im dritten Teil hatten wir ja schon das umgebaute Go-Kart und so. Im dritten? Stimmt, mit dem Go-Kart dann, ja. Ne? Stimmt. Ja, stimmt, da kamen schon die Quads dazu und Go-Kart. Kann mir jemand sagen, wie man zu einem Casting für einen Film kommt? Es gibt ja gerade keinen Film. Es gibt halt keinen Film. Aber allgemein kein Casting, kann man einfach Casting-Agenturen eingeben. Ja. Ansonsten hat jemand gefragt, ob wir zu Janina noch Kontakt haben, die Kette gespielt hat im vierten Teil. Ich habe sie tatsächlich zur Berlinale noch vom Jahr getroffen. Echt? Ja, ich meine sogar, die wohnt in Berlin und das ist auch ein toller Kollegen halt befreundet. Also die Welt ist ja doch relativ klein am Ende in der Filmwelt. Also man sieht sie eigentlich schon immer wieder. Nur Konrad habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Konrad habe ich mal als DJ gesehen im Technoladen hier in Berlin. Echt? Ja. Oh, krass. In der glaube ich. Konrad. Else. Krass, von dem habe ich ewig nichts gehört. Also du hast ihn auf jeden Fall gesehen. Ja, auf einmal liegt er so auf. Duf. Hä? Aber ich weiß ja bis heute nicht, ob ich zu betrunken war und es nur gedacht habe, aber auf jeden Fall habe ich ihn angesprochen. Zu Dennis hat keiner Kontakt? Nee. Nee, ich habe mal gehört, dass der irgendwie in die Türkei gezogen ist, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Mit seinem Bruder, dem Tolga. Ich weiß nicht, kennt ihr den auch? Man munkelt, ja. Sein Bruder, doch, kann sein. Ja, der. Ey, ich habe von Michael Czeski den Sohn Nick. Oder heißt er Nick? Wie hieß er nochmal? Nico? Vom ersten Teil, der den Sense gespielt hat. Ja. Ich war letztes Jahr... Das musst du doch wissen, oder? Wie heißt der denn? Nico Michalczewski, oder? Ja, Nico Michalczewski. Ah, okay. Ich war vor einem Jahr einfach halt spontan in Miami und war dann in dem Club. Und dann irgendwann 2 Stunden später steht er auf einmal vor mir. Echt? Ja, ich habe ihn, in Chicago am Flughafen getroffen. Das hast du echt? Mir erzählt. Er ist voll crazy. Ja. Ne, weil der wohnt ja in Miami, aber halt gar keinen Kontakt gehabt, gar nichts. Und auf einmal
stand da so irgendwie 3 Uhr morgens vor mir im Club, so nach 15 Jahren gesehen. Komplett random. So crazy. So crazy, die Welt ist so klein. Wie geht's Jelis? Wird er gefragt. Gut. Auch mitgespielt. Die liegt oben im Bett und übergibt sich öfter mal. Oh je. Aber sonst gut. Achso, ja. War das bei dir auch so, Sarah, eigentlich? Nur in der ersten Schwangerschaft noch nur 3 Tage lang und dann war vorbei. Ich hatte nichts. Ja, schon. Ja, jetzt ist. Jetzt hat so gut 3 Wochen. Aber es gibt halt welche, die kotzen auch, also übergeben sich auch 20 Mal am Tag und so. Da gibt es auch welche, die gehen auf jeden Fall schlimmer. Ja, und du weißt, was man sagt, ne? Wenn einem am Anfang der Schwangerschaft so schlecht ist, dann hat man es am Ende auch wieder. Also das hört dann so in der Mitte mal eine Weile auf und dann, ja. Na, krass. Da geht es jetzt mal. Nee, sag ich hier gleich mal. So. Haben wir schon beantwortet. Kann mal Leon Wessel Masanik mitmachen? Ich kann ihn mal fragen, ob er mal Bock hat, hier bei uns mitzustreamen. Wollte nicht Raban auch mal mitmachen? Raban wollte auch mal mitmachen. Raban wollte ja das letzte Mal zu mir kommen, war dann leider irgendwie doch nicht da. jetzt habe ich ihn vorhin angerufen, warte, ich schau mal, ob er geschrieben hat. Nee, der hat leider mit der Uni... Was? Ich weiß, der ist erst dabei, wenn alles funktioniert, hat er gesagt. Echt jetzt? Ich glaube, ich muss mir mal so einen richtigen PC irgendwie hier an Land holen. Ich wollte eigentlich überlegt, ob ich es mal über die Xbox mache. Vielleicht ist das dann besser. Nee. Ja, ich meine, ich habe ja hier einen PC Frage. Und das was ist du Fragen auch? Teilweise auch Katastrophe. Ja, warum? Also, ich habe es jetzt öfter schon gehört, dann steht es auch nochmal, warum ich in Teil 5 nicht mehr dabei war. Warum warst du bei Teil 5 nicht mehr dabei? Beantworten. Der antwortet die Frage. Ich glaube, das fragen sich viele, ja. Weil ich nach Amerika gegangen bin und habe ich mehr für Film interessiert und ich fand irgendwie, dass irgendwo ein bisschen too much war mit den Vampiren auch. Bin ich ehrlich, aber so, und ich dachte halt, ich bin dann auch zu alt irgendwie dafür, weil es doch eher eine Kinderfilmreihe war. Ja. Ja. Was dann passiert? Trotzdem schade. Weiß. Aber. Echt schade. Ich habe euch am Set besucht. Richtig langweilig in der Zeit. Letzte Woche war ich in München und habe in derselben Halle, wo Wilde Kerle 5 gedreht. Hat er Rod Wilson gedreht letzte Woche? Da habe ich auch gedreht und Jimmy gibt es auch noch irgendwo versteinert. Nein, es stimmt nicht. Ich habe die nämlich angeschrieben von der Bavaria vor einem Monat per E-Mail und habe gefragt, ob es diese Figur noch gibt, weil ich würde die gerne haben ja. Und dann in den Garten stellen oder so. Oh, wie creepy war das denn? Ja, und dann haben die mir auch tatsächlich geantwortet. So, ich meine, so Eigengebrauch und so weiter. Ich dachte erstmal, vielleicht denken die, sind fake oder so. Auf jeden Fall haben die gesagt, nein, die wurde leider bei Umbauten, wurde die kaputt dann gemacht und dann wurde die weggeschmissen. Jimmy wurde zertrümmert. Im Gabelstapler. Gabelstapler Pfarrer Klaus, ja. okay, wir haben uns schon wieder hier aufgehangen. Dann noch mehr Fragen mal gucken. Shit. Wie alt wart ihr bei den Wilde Kerle Teilen? Ja, jeder Unterschied. Wir können ja mal mit dem ersten Teil anfangen. Wer warst du beim ersten? Wie alt warst du beim ersten? 10, 11? Ich war 12. Ich war 9. 2002. Warst du auch 12, ja. Sarah? Ja, ich bin ja nur ein paar Tage älter als Wilson. Ah, wann hast du nur mal Geburtstag? Nicht mehr. Wann ich Geburtstag habe? Ich hatte gestern. Ja. Laber nicht. Ich dachte, das wäre immer so 13. gewesen. Ich dachte, ein paar Tage nach Wilson oder ein paar Tage vor Wilson. Alles Gute nachträglich. Nee, dachte, oh nein, wie peinlich. Oh Gott. Ich habe ja gar nichts mitgekriegt. Ja, okay, sorry. Alles Gute nachträglich. Hast du dir gratuliert, Kevin? Habe ich dir gratuliert? Hast du. Aber gestern war auch wirklich ein stressiger Tag. Alles gut. Du musst noch zum Tierarzt, der Hund hat sich 9-mal übergeben.
Freunden hat sich. Nee, warum übergeben sich bei dir? Ich habe keine Ahnung. Ich bin 4 Uhr morgens aufgestanden gestern, war irgendwo außerhalb in Lüneburg, bin nachts zurückgekommen und musste dann direkt in die Tierklinik bis 12 Uhr. Naja, aber ist keine Ausrede, sorry nochmal. Ja. Ja, ich verzeih dir. Willst du bist der Nächste, oder? Tut mir auch leid. Aber ich trage. Mir habe ich dieses Jahr mir vorgenommen, dass ich Geburtstage eintrage. Eigentlich in dem Moment, wo man mir das sagt, muss ich. Das ist aber schön, so nach 32 Jahren. Ja, dann mach mal. Ja, bei Jimmy ist es nicht so wichtig, aber ich darf deinen nicht vergessen. Weil wir sind schon wieder alle nicht da. Letztes Jahr war dein 30. Okay, ihr hängt. Mein zweiter. Warte, man hört euch. Man hört euch, nö. Wir hängen. Jetzt geht's wieder. Ja. Wo wart ihr an Wilsons 30.? Okay. Weg. Da war auch keiner. Keiner war da. War die erste zweimal, Woche. Ja, das ist jetzt dein zweiter Geburtstag während Lockdown halt, ne? Deiner ja auch eigentlich. Oh, nee, letztes Jahr an meinem Geburtstag war noch kein Lockdown, aber ich habe nicht gefeiert, weil ich schwanger war und es keinem erzählen wollte. Na. Oh, okay. Eingetragen. Kevin, was hast du, bevor ich es vergesse? Ich hatte auch schon, aber es ist schon länger her. 13. Februar. Also ja, es geht. Für mich war es eigentlich gerade. Haben wir dir gratuliert? Hey Kevin, ich habe dich unter Kevin DWK eingespeichert und Kevin ja Notter. Ich weiß jetzt nicht, welcher der richtige ist. Ah, Mann, Wilson, ey. Wir haben beide Geburtstage verpasst. Wann hat er? Am 13. Februar. Ach nee. Dafür habt ihr alle an uns gedacht. Das war echt super cool, die Videos, die ihr geschickt habt. Das ist ja sehr süß. Ja. Aber interessanterweise hat Valeria mir gestern geschrieben. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Cool, Mann. Keine Ahnung. Ja, aber die hat mir gestern geschrieben. Krass. Scheint es also auch noch. Okay, aber jetzt nochmal zurück. Mit der habe ich mal geknutscht. Ich weiß. Aber auf jeden Fall, wir waren beim ersten Teil so und so viel alt, beim zweiten Teil war ich dann 14. Beim zweiten Teil? Ja. Du? Ich war beim ersten Teil, glaube ich, 10 dann ungefähr, ne? Oder 9. Ja, 19. Du warst im zweiten Teil schon 14? Ja, ich bin 12. Krass. Du bist aber beim zweiten Teil schon 14, ja. Okay. Sarah, du? Das, was Wilson sagt. Ich glaube, ich war 11. Also ja, 11. Ja, und dann daraufhin haben wir auch jedes Jahr wiederum gedreht. Das heißt, dementsprechend waren wir dann. Ich glaube, es hängt ein bisschen gerade. Oder geht's? Ah, geht schon. Geht schon wieder. Was ist das für ein Ordner bei Jimmy? Wo steht DWK7? Kannst du den mal öffnen? Was ist das denn? Ja, nee, öffne ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, wie ihr denkt, aber ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Aber seid gespannt, das ist Spaß. Sind noch Fragen, klar. Habt ihr die Bücher auch gelesen? Ich habe ein paar. Teilweise. Ich auch ein paar. Und wenn wir schon dabei sind, es gibt da von Joachim eine neue Auflage. Das sind die alten Bücher, die nochmal von Jan Birk neu illustriert wurden und ein bisschen abgeändert bzw. modernisiert. Genau, echt cool. Da gibt es jetzt schon 5 Bücher davon und da kommt sogar jetzt ein komplett neuer Band raus. 5 3/4, soweit ich weiß. Ja, kann ich nur empfehlen. Ist echt cool gemacht. Ich habe die Bücher nur gelesen wegen dem Film, weil ich war genauso wie Sarah schon zu alt dafür. Für die Bücher yep. Damals. Ich war beim Casting und habe sie dann gelesen. Danach. Ja. Ich habe, glaube ich, kein Buch gelesen. Ich glaube, Felix, Fabi oder Felix war, glaube ich, Nummer 3. Fabi, meine ich. Oder Felix, Fabi ist Nummer 2. Warte mal, ich kann mal schauen. Leon ist Fabi klar oder Nummer 1.
Felix ist ja hier Nummer 2. Warte, ich muss. Ja, doch, ihr seht's hier, ne? Das war aber früher Fabi. Ist früher Fabi gewesen. Vanessa Nummer 1 hat einen hellblauen den Namen drauf und eins dunkelgrün oder so. Echt, echt, ich glaube, Fabi war dunkelgrün, Felix war blau oder so. Markus war dunkelgrün. Richtig nice gezeigt. Oder Markus. Wenn ihr es. Aber das habe ich auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall zur Hälfte gelesen. Was meinst du? Das wissen die Farben. Band 4. Ist Juli und Band 5. Dennis. Fängt schon wieder. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je, Mini. Oh je. Oh je, Mini. Jetzt wird schon wieder gespammt. Es ist Standbild, aber man hört uns gut. Okay. Okay. Geht auch um uns. Ja, ihr seht ja eh nicht so viel. Vielleicht geht's gleich wieder. Wir sind eh nur alt. Aber man sieht auch, jetzt wo ein bisschen mehr Zuschauer sind, dann wird wieder gespammt und dann... Ja, ich glaube, das ist einfach, weil der Chat überlastet ist. Es hängt, was sie alle schreiben, es hängt. Du kannst auch... Du kannst dir Slow-Chat anmachen. Habe ich hier einen Mod da? Kann das hier mal jemand machen für mich? Slow-Mo-Chat, bitte. Danke. Das musst du machen, oder? Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Warte. Du kannst doch ja nicht einfach die Leute fragen. Die können nicht in deine Einstellung. Doch, ich habe hier ein paar Mods benannt und die können das machen. Ach so. Ja. Du bist ja voll der Pro. Ich brauch's ehrlich. Deswegen läufst du flüssig. Ja, du brauchst auch auf jeden Fall Mods, weil dann können die dir das so deichseln, den Chat und so. Aber ich kenne mich ja selber nicht wirklich aus. Aber warte. Slow-Mo-Chat. Ist schon, oder? Es ist schon eingestellt auf Slow-Mo. Steht doch drunter. Steht drunter, stimmt. Steht ja. Sarah, vielen Dank. Ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich war... Kimi hat es übrigens als Klingelton, ne? Ja, dann geht es immer, wenn es klingelt. Wieso? Wer ist Felix? Ja, früher gab es mal einen Felix, oder? Habe ich das falsch gesagt? Bei den Windkerlen, bei den Büchern. Nee, Felix. Also ich glaube, in den Drehbüchern gab es keinen Felix, oder? Doch. Nee, aber in den normalen Büchern. In der Bücherreihe von Joachim gibt es Felix, ja. Was ist das für ein Bild im Hintergrund? Ja, kennt ihr das noch? Ich glaube, Jimmy, du kennst, Sarah kennt es auch schon. Ich auch nicht. Es hängt gerade eh, deswegen kann ich es nicht. Ah, jetzt. Nee. Weiß nicht, da wart. Sammelt der heimlich wilde Kerle so wie mir. Das finde ich aber cool. Und deswegen habe ich das da hängen. Wir haben beide richtig coole Sachen letztes Mal gezeigt. Ich habe auch noch was. Ich hole was. Mama hat noch ein paar alte Klamotten. Ist jetzt richtig gemein. Alle, die zugucken, können hören uns nur und sehen nichts und ihr holt irgendwelche coolen Sachen raus. Das kann man herholen, weil wenn es dann wieder weitergeht, kann man es zeigen. Sehe ich ja, crazy. Oh, übersprungene Frames. Am meisten haben die Szenen Spaß gemacht, wo man keinen Text hatte und Fahrrad fahren durfte oder Motocross oder Fußball oder eine Pause war. Oh. Ich glaube, es hängt gerade. Wir haben jetzt gerade mal den Chat wieder deaktiviert, oder? Nee, doch wieder aktiviert. Hängst du wieder oder was? Nee, es hängt gerade voll. Aber jetzt. Nee, es hängt immer noch, leider. Warte kurz. Jetzt guck mal die Katze hier. Jetzt guck die doch mal an. Ist
krass, echt. Dass es mal geht und mal nicht, ne? Das verwundert mich schon. Ja, ja, ja. So schön. Schön, schön. Weißt du, wo ich die gefunden habe? Meine Mama hat vor ein paar Tagen so einen kleinen Flohmarkt bei sich aufgebaut mit alten Jacken und so weiter und Ketten und so. Da habe ich so durchgeguckt, die Jacken und die Klamotten, und dann bei den Ketten hing die auf einmal. Die Mama, willst du dich verkaufen oder was? Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, hab ich gesehen, dass die da hängen. Ja, hab ich sie direkt eingepackt. Wie viel hast du dir abgeknöpft? Nichts. Ein Arschtritt. Geht's weiter hier mit dem... Das Baby. Alright. Das Baby. Wo wird das aufgenommene Video denn hochgeladen? Sarah, wo willst du das hochladen? Auf Instagram. Auf Instagram. Aber ich lade es nicht heute hoch. Ich muss dann noch, also ich schneide da ein bisschen was zusammen. Nicht alles und... Also du versuchst zu retten. Ja. Meinung zu Gonzo Gonzales. Lenny Berzbach, soweit ich weiß, ne? Genau, Lenny Berzbach, der ist jetzt Schlagzeuger in einer spanischen Band aus Barcelona, glaube ich. Ja. Echt? Ja. Krass. Ich hatte mal mit ihm geschrieben, da hat er mir das rübergeschickt. Der Typ war richtig cool. Ja, Tag zu Nick Nerv. Ich habe ihn mal getroffen. Zufällig in München. Der ist jetzt, aber es war auch schon vor einem Jahr, vor Corona. Und der ist jetzt in Wien und spielt dort Residenztheater. Aber, na, weiß ich auch nicht. Ja. Was geht bei euch so die Tage am Wochenende? Achso, bei uns? Ja, ich muss jetzt wieder anfangen, ein bisschen mehr zu lernen, weil ich Prüfung habe und Abschlussarbeit schreibe und so. Ja. Ansonsten bei dir? Ja, hoffen, dass sich hier keiner übergibt zu Hause. Scheiße, du siehst mich gar nicht. Hat schon mit einmal die Tür aufgemacht. Hm? Mit einmal die Tür aufgemacht. Mit einmal die Tür aufgemacht. Kurz einmal. So. Warte mal. Nee, ich sehe dich nicht, weil du bei Discord aus bist. Ja, und ich weiß, ich hab halt der hier Stream im Stream. Sonst würde man mich halt zweimal sehen. So. Das ist irgendwie blöd. Aber da, ich verstehe. Warte mal. Aber macht mal weiter mit Fragen. Ich schau mal, ob ich das irgendwie. Ja, lass uns mal noch 4-5 Fragen beantworten. Und dann bin ich langsam mal raus, weil ich mich gleich ums Baby kümmern muss. Okay. Verstehe. Ja. Ich hab da noch Podcast. Willst du noch Podcast? Ja, Kevin und ich, wir wollten eigentlich noch zocken. Ja, dann klingt das doch gut. 4 Fragen und dann machen wir jetzt mal einmal einen Chat an. 4 Fragen und dann... Basta! So, können wir hier nochmal kurz den Chat anmachen? Ja, let's go! Let's go, let's go. Und dann schauen wir mal, ob das mit dem Zocken dann besser läuft. Willst du einen Podcast? Was für ein Podcast? Wo läuft das oder wie ist das? Was ist das für ein Podcast? Podcast läuft da überall, wo es Podcast gibt. Spotify, Deezer, Apple, bis zu allen gängigen Podcast-Seiten. Und mache ich mit Rufmord 3000 und Psycho Deiner und der heißt Besser als nichts, der Realisten-Talk. Kommt jeden Sonntag um 10 Uhr raus und wir haben nächste Woche unsere 50. Folge. Heute nehmen wir Folge 49 auf. Hm. Und darum geht's eigentlich. Wir sind drei Typen einfach nur am Sabbeln und reden über alles, was lustig und auch kacke ist. Als würden wir in der Bar am Tisch sitzen, nur dass die Zuhörer nicht zu Wort kommen. Klingt gut. Und wenn man halt dreht zwischendrin, dann geben die mir immer Updates. Ja, das ist gerade draußen passiert in der Welt und so. Haben wir schon, vorhin schon beantwortet, ob wir noch Kontakt zu Marlon und Leon haben. Also soweit ich weiß, Marlon wohnt in Hamburg und Leon ist in Berlin. Und wir haben noch Kontakt, leider etwas seltener als damals. Aber denen geht's gut. Ich habe an meinem Geburtstag vom Leon gehört und alles bestens bei denen. Aber sie haben eben kein Instagram oder irgendwelche Social Media Accounts. Hat der ein Handy? Also echt? Ich habe mit dem gequatscht
tatsächlich vom Dreivierteljahr. Na. Gib das. Also Bild ist leider komplett freeze gerade. Da, jetzt ist der Chat wieder aktiviert. Boah, und dann ballert's wieder rein. Das geht nicht. Warum war Juli im vierten Teil nicht mehr dabei? Das weiß ich gar nicht. Weiß es jemand von euch? Keine Ahnung. Weiß ich es wird nicht. Irgendwann ja Podcast erzählt, aber ich habe es nicht gehört. Genau. Also müsst ihr alle da reinhören. Hört mal beim Joachim in die Podcasts rein, da gibt's auch ganz viele News von. Ja, es hängt einfach irgendwie, Digga. Keine Ahnung, ey. Ich weiß auch nicht, wieso. Auf jeden Fall, sorry, Leute, dass das leider nicht besser läuft. Mann, war ich, wenn ich sage. Welche Kinotour fandet ihr am besten? Auch von jedem Teil. Ja, besser. Eigentlich ja. Ich fand die dritte irgendwie cool, glaube ich. Oder? Also es gab, ich habe das letztens erst erfahren. Da war aber ein Joachim alleine unterwegs. Ich glaube, in Dresden war er da unten. Keine Ahnung, da war halt keiner da. Und alleine mit irgendwie 6, 7. So, yo, was willst du hier? Kinotour und im dritten Teil sind VW-Bussen rumgefahren, ne? Ich glaube, im dritten, ja. Lustige Tour. Das war schon auch cool. Hatten wir irgendwann eine Woche, echt? Ich glaube, eine Woche, ja. Ach so. Ja, und dann haben wir ja, hatten wir irgendwann diesen Tourbus, den großen. Ab dem vierten und dem fünften Teil dann, ne? Ja. 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 Genau, ich fand tatsächlich die Kinotour im fünften Teil ganz nice eigentlich. Da waren wir dann schon ein bisschen älter und durften ein bisschen mehr machen und sowas. Alles, was legal war. Ab 16 Bier trinken, ja, damals. Damals, ja. Diego! Alright. Wie habt ihr die Szenen im zweiten Teil gedreht mit dem Schwur? In dem Baumhaus? Wo wir da... Nee, war das die Szene? Welche Szene? Nee, war das ist nicht Freundschaft mit Jimmy? Mit dem... Nee, da war doch, das war dann mit dem Liebesbrief, das... Mit dem Schwur, wie war... Was war denn das? Achso, ja, das Herz, was geleuchtet hat. Erzähl mal. Ich meine, das Herz, was geleuchtet hat, da hatten wir, haben die uns so rote Lampen irgendwie gebaut, die wir dann unter unserem T-Shirt hatten. Das haben die vorher getestet, ob das durchleuchtet. Und die wurden dann ferngesteuert zum Leuchten gebracht, sobald jeder seinen Satz gesagt hat. Außer von Joschka. Der dachte sich, was geht denn bei euch ab? Der hatte kein Herz. Der war einfach noch ein bisschen zu jung. Ja. Wer? Hat nur Fußball im Kopf. Jetzt geht's übrigens wieder besser. Ja, weil ich habe Slow-Chat angemacht. Das Problem ist, wenn bei mir der Chat auch angeht, dann stellen die hier auch rein und dann ist es schwieriger. Deswegen habe ich jetzt Slow-Chat auf eine Minute gemacht. Okay, verstehe. Dann geht es jetzt gleich besser. Das ist der Spam, das ist der Stream-Chat, das ist daran. Ist echt so, ja. Wir haben es gerade schon gesagt, ob Marlon und Leon mal mitmachen können. Jimmy, keine Ahnung, ich kann die mal fragen. Hast du da Bock drauf, irgendwie beim nächsten Mal? Klar, können wir machen. Die können auch gerne hierher kommen. Ist auch kein Problem mit. Leon ist, glaube ich, eh in Berlin. Marlon wahrscheinlich ja. In Hamburg. Aber der Leon, da würde ich mich auch freuen. Ey. Auch ewig nicht mehr gesehen. Marlon natürlich auch nicht. Ja, gerne. Du kannst gerne mal. Ich weiß halt nicht, wie die erreichbar sind. Die erreichst du auch schwer. Also ich weiß nicht, wie oft ich den Leon angerufen habe. Und dann hat er mir zum Geburtstag geschrieben, yo, Kevin, alles Gute und auch wenn ich mich nicht melde, ich vermisse dich oder sowas. Echt? Ja. Okay. Der Dude. Leon hat ihm geschrieben am Geburtstag, weil er ist so schwer zu erreichen. So, hey, Kevin, alles Gute zum Geburtstag, ich weiß auch, wenn ich mich nicht melde, ich vermisse dich.
Das hat er früher nie gesagt. Nee. Bild geht wieder. Alles klar, Lina. Dankeschön. Michi! Michi! Was hat das Sternzeichen? Fisch ist Wilson. Steinbock. Kevin, bist du noch? Ich bin Wassermann. Halt Wassermann. Sarah ist Wassermann. Auch Fisch. Sarah ist auch noch Fisch. Boah, das weiß ich nicht. Kevin ist, glaube ich, Leon hat auch, glaube ich, Dezember, oder? Kann das sein? Leon hat am 23. Dezember, ja. Raban hat am 1. Juni, genau. Am 1. Juni. Wilson, du hast 16., 17. März? 18. So. 18. März? Ja, Mann. Ja. Und der Jimmy? Der Jimmy am 27. Dezember, oder? 28. Digga, du guckst doch heimlich irgendwo rein da. Ich kann mir das merken, Leute. Ich weiß nicht. Boah, nee, mit Zahlen bin ich wirklich nicht. Mit Zahlen bin ich nicht im Stil. Müssen jetzt raus. Ciao, ciao, Mimi. Schön, dass ihr da wart. Mimi. Hey, heiße Till. Kriege ich ein Hey, heiße Till? Ach, hey. Heiße Till? Ich heiße Till? Oder hey, du heiße Till? Was? Das check ich nicht. Wie waren die Kussszenen? Die Frage kommt ein paar Mal, ja. Jetzt haben wir Standbild, Leute. Ehrlich gesagt, also, war jetzt nicht. Aber es ist schon ohne immer Zunge. Aber naja, jetzt haben wir eh schon ein paar Fragen noch beantwortet. Ich glaube, der Wilson muss auch los. Jimmy, wollen wir einfach eine Pause machen und dann später vielleicht ein bisschen zocken oder so? Ja, können wir machen. Können wir einfach über deinen Account setzen. Ich bin im Anlass. Ja, das ist online. Jetzt hört man alles doppelt. Aber ja. Ja. Dann machen wir das so. Ja, also genau, wollte ich gerade sagen, wir können ja dann über deinen Account einfach zocken, über deinen Twitch-Channel. Wir probieren das, ob das läuft, weil ich habe es vorhin mal ausgecheckt, es hat schon so ein bisschen gelaggt während dem Gaming mit der neuen Kamera, die ich habe und alles. Mein Computer ist leider auch nicht der beste. Aber wir würden es ausprobieren, würden ein bisschen Rocket League zocken, Leute. Genau, bei mir am Twitch-Kanal. Bis später. Und, genau, dann Jimmy, hau rein, bis später dann. Und machen wir Leute, so. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Jimmy, sag auch noch ciao. Okay, also. Alright, oder auch nicht. Alles klar. Macht es gut. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt ist es soweit und mir tut es so leid. Doch nicht alles, was war, ist vorbei. Die Freundschaft, sie bleibt und ich weiß, sie gedeiht. Also danke ich euch allen für die Zeit.